Jetzt kommt die Rotationsübung. Zur Rotationsübung ist halt wichtig, dass wir eine aufgerichtete Halswirbelsäule halt haben. Weil wenn wir so sind, können wir schlecht drehen, wenn wir die Halswirbelsäule durch so ein bisschen Retraktion erstmal schön aufrichten, haben wir ein viel weiteres Drehmöglichkeit, als wenn wir aus der Protraktion drehen. Ne? Gut. Deshalb als erstes aufrichten der Halswirbelsäule, eine schöne Drehachse halt herstellen und dann drehen. Und dabei ist wichtig, dass die Augen immer auf gleicher Höhe bleiben und die Nase, dass ihr euch nur in der Ebene bewegt. Die Steigerung sieht halt folgendermaßen aus, man kann so fassen oder so fassen und hilft so ein bisschen nach. Die Übung, wie gesagt, immer 10-mal wiederholen, alle 2 Stunden.